geht schon weiter bei Let's Play Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ich bin Sir Dennis Imafix und im letzten Part haben wir ein paar Jotun in den Hintern getreten. Zum Beispiel dem hier treten wir jetzt auch gleich in den Hintern. Ah, aber den kann ich mir nicht ranstreffen. Ah. Gut, an die müssen wir uns von vorne ran wagen. Boah. Sind schon nicht von schlechten Eltern hier, die Jotuns. Die sind so groß, das ist das, was mich gerade hier am meisten an denen stört. Zack, zack. Oh. Und ja, dann waren wir noch bei... Oh, haben wir noch eine Feige getötet? Ich meine, okay, ich muss mich jetzt hier ganz kurz konzentrieren. So. Ich meine, störe nicht, dass ich dich anzünde. Hast du davon? Oh, okay, du willst auch was, dann kriegst du auch. Ich hab gesagt, dann kriegst du auch was. Immer zieht sie auch wirklich uns fast gar nichts ab. Ja, der Runen hier, hier ist schön für dich. Kannst davon auch nichts mehr kaufen. Und ja, dann haben wir noch eine Feige getötet, die von den Schuhen besessen waren. Und die Schuhe, die wir dann bekommen haben, haben wir dann den Reisenden gegeben. Sehr schön. Und dort ist uns wer? Und dort ist ein anderer, der auch zu den Reisenden gehört und den sollen wir retten. Und wer ist das? Ist das zufällig irgendwie eine Feste so mal gewesen oder so? Hoffentlich hat er das überlebt. Was sind das für das? Was sind das für Iros? Gnomenwächter. Warum töten wir die bitte? Egal. Hallo, mein Freund, hä? Okay, die kämpfen gegen uns. Keine Ahnung, warum sie kämpfen gegen uns. Boah, da halten die für aus, die Gnome. Gut, aber wir sind erstmal Stufenaufstieg. Das können wir erstmal, wenn der Kampf vorbei ist. So, dann kann ich gerade nur warten. Und jetzt Stufenaufstieg hier. Mal schauen wir den... Verstohlenheit würde ich gerne drauf machen. Oder Schlösserkunde. Oder natürlich überzeugen. Ich würde sagen, wir machen Überzeugung, ja. Überzeugung ist immer das Wichtigste. Dann haben wir noch eins auf. Das ist hier drauf und... Dann heißt es jetzt wieder, wo wir die Punkte drauf tun. Dolche. Oh, ich hatte die Dolche noch nicht mal voll abgegradet. Oh, schlimm. Und neue Karten haben wir auch nicht. Oh doch, den Speer. Na, Fernkraftschaden brauchen wir nicht. Nee, es ist nicht so gut. Immerhin sind wir reich. Wir haben 135.000 Gold. Das ist ja geil. Wie komme ich hier... Moin? Das ist doch... ihr seid das Täubchen. Ein Glück, dass Krilgarin euch geschickt hat. Ich hatte schon befürchtet, der Hierophant würde es irgendwie verhindern. Der Hierophant? Ah, ihr meint den geliebten Leitstern der Reisenden? Ich würde mal sagen, mich hat eher ein aufgeblasener Despot hier reingebracht. Es war der Wille des Hierophanten, der dafür gesorgt hat, dass ich hier eingesperrt werde. Ich würde euch liebend gerne mehr erzählen, nachdem ihr mich hier rausgeholt habt. Gut, wie wurdet ihr geschnappt? Ich wurde reingelegt. Der Hierophant hat mich hierher geschickt, um ein paar Jotun ein altes Buch zu stehlen, die schwarzen Sendschreiben. Das klang alles ziemlich einfach. Allerdings hat mir ein Trupp gnomischer Prätorianer aufgelauert, die auch auf der Suche nach den Sendschreiben waren. Sie wollen das Buch haben, Täubchen. Und sie werden uns beide dafür töten, dass wir uns eingemischt haben. Stehlt den Zellenschlüssel oder knackt das Schloss und besorgt mir meine Hilfsmittel. Dann kann ich mich hier rausschleichen. Ihr könnt allerdings auch versuchen, die Sendschreiben vor den Gnomen zu finden und uns damit die Freiheit erkaufen. Wie kriege ich euch nochmal frei? Ich kann nicht einfach hier rausmarschieren. Deshalb müsst ihr mir meine Hilfsmittel wieder beschaffen. Um die Zelle zu öffnen, müsst ihr das Schloss knacken oder den Schlüssel stehlen. Oder ihr beschafft euch die schwarzen Sendschreiben, das Buch, wegen dem die Gnome und ich hier sind. Damit könntet ihr uns die Freiheit vielleicht erkaufen. Jawohl. Beeilt euch. Ja, ja, ich würde sagen, wir nehmen einfach alles mit. Schwarze Sendschreiben. Gut, schauen wir mal, was von den Dingern dann nächstes. Grim Onwing befrei. Also ich würde einfach mal sagen, wir behalten das Buch. Ich will das schon im Hierophanten geben. Oh, geil, natürlich wunderschön in der Falle gejumpt. Ja, wo kommen sind Gnome? Mini. Sieht aus irgendwie wie Mini-Rim. Ach. Zack, zack, zack. Oh. Kommt hier die Armee. What the hell? Was gibt mit dem ab? Erstmal hier den Zauberer alle machen. Das ist wichtig.
Ich hab gedacht, Gnome wären nett. Ah, du bist nicht nett, das merke ich schon. Okay, der Zauberer ist weg, gut. Die anderen sollten jetzt kein Problem mehr sein. Was geht so bei dir? Gleich nicht mehr viel. Aber ganz ehrlich, an die hätte ich mich so schön dran steppen können, hätte ich die ganzen Probleme nicht. Aber nein. Hat natürlich nicht geklappt. Ich weiß auch nicht mal warum, aber egal. Wir gehen so, würde ich mal sagen. Oh, das ist wieder ein Gnome. Ach, der hat schon gesehen. Auch ein Gnome-Zauberer. Ja, aber ist allein, dann sollte er kein Problem sein. Ah, da kommt schon Verstärkung. Ach geil, jetzt sind es zwei Gnome-Zauberer. Boah, die regen schon etwas auf hier. Na, so schnell kannst du dich nicht von mir wegteleportieren. Jetzt hat sich irgendwo reingelöscht und das war's für dich. Ihr legt euch echt mit mir an. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, überhaupt, warum sie uns angreifen. Ganz ehrlich, wir sind einfach nur so reingekommen und dann sofort haben wir ohne Grund angegriffen, ohne überhaupt mit uns zu reden. Das kommt davon. Erst reden, dann töten. Okay? Merkt es euch, Knümchen. Dann würde ich sagen, Centurio Gaster, gehen wir da an. Ja, du hattest wahrscheinlich dann so Monster-Gnome. Auch wenn das irgendwie keinen Sinn macht und da Gnome immer klein sind, aber egal. Ja, das könnte irgendwie so ein Zauberer sein, so ein richtig mächtiger. Ah, ja, das wird nicht so gut. Dort. Ach, verdammt. Centurio Gast. Dead. Zack, zack. Zack, zack, zack. Okay, da kommt seine kleine Zwergenarmee. Oh. Ich nehme mal einen Trank hier. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und jetzt bist du weg. Jetzt kommen hier noch die anderen Gnomenwächter. Wow. Nein, so erwischt mich nicht mehr. Und jetzt noch der letzte. Zack, zack, zack. Und... What's up? Komm, was schon das Blitzhemmens nehmen wir doch gerne mit. Und schauen... Wo ist der Kleine hier? Schlüssel zu Centurio. Gut. Und die Truhe plündern. Und dort... Grimmt Verstohlenheitsausrüstung. Gut, damit haben wir seine Ausrüstung. Und den Schlüssel. Gut. Aber ich würde sagen, das Buch könnten wir theoretisch auch noch holen, oder? Können wir das nicht noch machen? Ich will das Buch auch haben. Ich will eigentlich alles haben. Wir Stall betätigen. Aber damit sind wir schon wieder bei unserem kleinen Freund hier. Moin, hallo. Sieht aus, als hättet ihr meine Hilfsmittel. Aber solange diese Tür noch im Weg ist, sind sie nutzlos. Hier ist euer Werkzeug. Hab Dank dafür, Täubchen. Aber entweder ihr bekommt dieses Ding auf, oder ich muss mehrere Dutzend Pfund loswerden, um hier rauszukommen. Gut, ich würde mal sagen, zweiter das hier. Ja, ich mach das schon. Wir haben ja einen Schlüssel. Okay, du bist frei. Ihr habt mich befreit, Täubchen. Und diese Schuld werde ich nicht so schnell wieder vergessen. Außerdem werde ich dafür sorgen, dass auch der Hierophant es nicht vergisst. Ich tauche jetzt erstmal eine Weile ab, aber wir werden uns schon bald wiedersehen. Verlasst euch drauf. Ach, und seid ein braves Täubchen und erzählt Krilgarin, dass ich draußen bin, ja? Ihr habt etwas bei mir gut. Für dich gut, schwarze Sendscheiben. Nun, Sie sind der Grund, warum alle hier sind, richtig? Irgend so ein verfluchtes altes Buch. Aber es muss wirklich wertvoll sein, wenn darum so ein Aufhebens gemacht wird. Die Sache ist die. Weder die Gnome noch ich haben es gefunden. Und das bedeutet, es muss irgendwo tiefer in der Festung sein. Bei den Jotun. Findet es und wir können uns unseren Weg hier raus erkunden. Wir sind schon draußen, aber egal. Leb wohl. Beeilt euch. Gut, dann würde ich sagen, holen wir das Buch noch. Oder? Ne, das Buch kann man gar nicht holen. Ach komm, das ist ja kacke. Gut, ich hätte das Buch eigentlich noch gerne geholt, aber tja, dann halt nicht. Dann gehen wir halt hier mit unserem Freund nach draußen und reisen schnell wieder zum Lager der Reisenden.
und geben dort unsere Quest ab. Kategorien reden, yo. Ach komm, man muss ja immer die Weltkarte haben. Schnellreise. Sieht auf der Karte immer so merkwürdig aus. Sieht immer aus, als wäre sie irgendwie meilenweit weg. Hä? Achso, ich habe mich zu uns wer geportet. Ja, super, ich stehe von uns wer, aber egal. Gut. Ihr seid Mama, gekommen. Meine Kleine. Oh, Trank genommen. Ach, warum nehme ich einen Trank? Ihr habt Grimm befreit. Das habt ihr gut gemacht. Ich habe gehört, dass er jetzt auf einer persönlichen Mission ist, aber ich weiß nicht, wo er sich befindet. Ich wünsche ihm nur das Beste. Allerdings sind seine Anschuldigungen hinsichtlich des Verrats des Hierophanten äußerst beunruhigend. Würde der Hierophant wirklich so weit gehen, um eine einzige kritische Stimme zum Schweigen zu bringen? Eure Aufgaben hier sind beendet. Es ist an der Zeit, dass ihr das Mondlager in den Eratel-Ebenen aufsucht. Der Anführer des Lagers, Irion Tal, hat bestimmt Arbeit, die auf euch wartet. Das war's jetzt schon. Okay, gut. Leb wohl. Möge sich der Weg erheben, um euch das zu berühren. Das war's jetzt echt schon hier. Und du hast die Helmgefäße und du hast das Mondlager am Arsch der Welt. Am Arsch der Welt. Dort ist Melchenshi und dort irgendwo ist, sind die Tuafa aus. Viel zu viel. Ganz ehrlich, ich würde sagen, ich mache jetzt einen kleinen Cut und im nächsten Part widmen wir uns an einer neuen Quest und ich werde jetzt noch raus, welche Quest hier. Die beiden sicher nicht. Verloren nach Turin suchen. Ja, ich würde sagen, das werden wir als nächstes dann machen. Bis zum nächsten Mal, euer Dan Swimmerfix. Ciao.